Wir sind jetzt hier in einer Gemeinde, die keine Apotheke mehr hat. Und wir möchten mit den Möglichkeiten, die das 21. Jahrhundert bietet, durch Digitales und Analoges eine Lösung für die Gemeinde anbieten. Wie so ein Schacht, da muss man nichts Neues machen, also wenn da einer das Ding aufknacken will. Wir haben aus unserer Sicht alles versucht, hier einen Apotheker als Nachfolger wieder zu bekommen, aber leider hat es nicht funktioniert. Die Beratung selbst läuft über Video und ist aber von dem restlichen Bereich getrennt. Und wenn dann auch noch die Ausgabe erfolgen soll, dann wird die mit Hilfe von technischer Unterstützung hier stattfinden. Macht man halt eine Kamera da rein, also der normale Apotheker, der spricht, der geht ja, macht in der Regel ja auch nicht auf. Sondern das heißt, Sie können in einer abgeschlossenen Kabine, die hier entsteht, ein persönliches Gespräch mit einer Apothekerin, einem Apotheker führen, ganz wie Sie das gewohnt sind. Und wenn Sie darüber hinaus auch noch Arzneimittel beziehen möchten, dann wird das auch in Zukunft hier in diesen Räumlichkeiten möglich sein.